Ist hier sonst noch irgendwas? Wir müssen ganz vorsichtig hier wie ein U-Boot uns umherschweifen. Essen noch. Ne, bei mir auch nicht. Weg hier! Meine Güte! Wir haben die Sachen wieder! Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hero. Wir waren ja in der letzten Folge unterwegs auf einer Abenteuerreise, sind dann ja leider gestorben und ja, der Typ ist noch da. Wir müssen auf jeden Fall jetzt schnell wieder dahin. Das Schöne ist, wir haben die Rüstung noch. Die ist noch heil, Alter, die ist noch heil, aber so richtig knapp. Boah, haben wir ein Glück, haben wir ein Glück. Zum Glück haben wir noch andere gute Rüstungen. So, Concrafter ist gerade auf dem Server und ich nehme mal eben die Thief-Rüstung mit. Das muss ja jetzt schnell so ein bisschen gehen. Na gut, wir sind eh nicht in dem Chunk, das heißt, wir haben eigentlich noch ein wenig mehr Zeit. Aber Alter, die goldene Feder ist noch heil. Warte mal, so, die ausziehen, die anziehen, dann schnell die andere Rüstung hier sicher verstauen. Boah, wie knapp das einfach mal war. Haben wir ein Glück. So, dann Ender Giant Sword dahin, das dahin. Ich nehme nochmal ein Schwert von unten mit. Oh ne, hier oben haben wir ja Schwerter. Nehme ich mir doch einfach mal... welches Schwert nehme ich mir mal mit? Ich weiß es ja gar nicht. Was nehme ich mir mal mit? Schönes. Hier, das Schwert. Batz. Ein Iron Big Sword. So, dann brauchen wir noch Zauberstäbe. Ich bin nicht zu Hause, falls du mich killen willst. GK. Und hi. So, ich muss mich jetzt wirklich schnell... Ich muss auch gleich in Stadt Blau, aber nicht um Concrafter zu töten, sondern um schnell meine Sachen wieder zu holen. Und ich hoffe, dass noch alles da liegt. Das wäre Hammer. Das wäre wirklich der Hammer, wenn das so wäre. So, nun aber erstmal schnell zum Portal. Das sollte ja noch... Alter! Alter! Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Ist hier ein Meteorit eingeschlagen oder was? Der Berg ist einfach mal komplett zerstört. Na gut, komplett nicht, aber hier so dieser Bereich, der ist ja richtig kaputt. Wodurch kommt das denn? Hä? Eigenartig, eigenartig. Na gut, ich gehe jetzt mal hier durch. So, da sind wir auch schon bei Zombie. Gehen wir mal hier rüber. Durch die Tür. Okay, hier ist glaube ich ein Schalter. Ich muss hier durch. Ich muss da dringend durch. Aha, ich wusste es. Dann, okay, perfekt. Wo müssen wir hin, wo müssen wir hin? Ich glaube, hier, ne? Warte mal. Da waren wir, dann waren wir bei dem Ding und dann dürften wir ja weitergeflogen sein. Wir wollten vielleicht... Waren wir hier schon auf dem Meer? Wir waren entweder hier... Oder... Eventuell... Also wir waren auf dem Wasser, das heißt... Ich schätze mal, wir waren da, eventuell... Weil wir dann ja auch da runtergesprungen sind, dann waren wir irgendwie auf der Eisregion, wo er sich dann selber abgeschossen hat. Oder wir waren hier hinten. Also ich denke einfach mal, wir waren hier. Ich mache da mal einen Wegpunkt hin. Enter, enter, enter. Und dann schauen wir mal. Ob wir dann noch die Sachen finden oder nicht. Wir werden eh, denke ich, gleich so ein bisschen uns wiederfinden. Und dann schon sehen, wo wir vielleicht gestorben sind oder nicht. Und zum Glück haben wir ja Flugstäbe. Wenn wir da zu Fuß hingehen müssten, das wäre ja natürlich richtig kacke. Weil wir dann natürlich da stundenlang rumlaufen würden. Und meine Güte, das wäre gar nicht mal so gut. Aber, na gut, schauen wir mal, was wir da noch retten können. Da kommt das erste Dungeon. Da waren wir drin, da haben wir den einen Bossgegner besiegt. Dann sind wir weitergeflogen in das nächste Dungeon und dort haben wir auch den Bossgegner besiegt. So, hier waren wir auf jeden Fall. Und dann waren wir hier oben und haben gesagt, so, jetzt machen wir weiter, jetzt müssen wir weiterfliegen. Dann sind wir, glaube ich, etwas nach links und entweder der Turm war es oder ein anderer. Wartet mal. Wir können ja gucken, ob hier noch ein Boss oben ist. Da, also, ja, das war der Turm hier. Das war der Turm hier. Ich brauche meine Sachen schnell. Ich brauche meine Sachen schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Okay. Mein gelber Rucksack. Ach du Kacke, ich muss hier auftauchen. Boah, yo! Was geht ab? Das ist aber echt behindert hier. Das ist eine Scholle. Yes! Unser gelber Rucksack ist schon mal wieder mit dabei. Unser weißer auch. Das heißt, die Spiegel sind auch da. Puh. Ist hier sonst noch irgendwas? Wir müssen ganz vorsichtig hier wie ein U-Boot uns umherschweifen. Essen noch. Ne, bei mir auch nicht. Weg hier! Meine Güte! Wir haben die Sachen wieder. Boah, holla die Waldfee. Ich denke mal, wir haben sowas wie einen Ninja-Decker wahrscheinlich verloren. Den sehe ich gerade leider gar nicht. Doch, die haben wir noch. Boah! Oh, haben wir gerade Glück. Boah! Nie wieder. Erstmal hier schnell in Sicherheit gehen. Auf den Berg hier. Und mal eben schnell sortieren. Boah! Das kommt dahin. Der Rucksack, der war voll, ne? Nee, der war gar nicht voll. Zack. Das da rein. Wir leben noch. Wie geil. So, aber es war so verdammt knapp, glaube ich, gerade schon wieder, weil wir sind doch an dem richtig nah vorbeigeflogen gerade. Und wenn man den berühren würde, dann ist man doch bestimmt schon wieder instant down. Könnte ich mir richtig gut vorstellen bei diesem Gegner. Meine Güte. So. Aber wir leben noch. Und ich schaue noch einmal hier nach. Haben wir wirklich alle Spiegel? Ja, wir haben noch alle Spiegel. Geil! Der Win der Woche geht an Gomme HD. Was haben wir hier für ein Schwert? Okay, nur ein Iron Giant Sword mit Smite. Alles klar. Nicht das Beste. Wir gehen nochmal hier in ein Dungeon. Obwohl wir sollten vielleicht nach Hause, aber... Aber ich mache hier meinen Spiegel wieder hin. Mein Abenteuerspiegel. Damit wir auf jeden Fall wieder hier hinkommen, denn das ist auf jeden Fall hier ein richtig geiler Ort, um Level zu tanken. Also dafür ist der Ort hier wirklich perfekt. Und hier sollten wir auf jeden Fall wieder hinkommen, auch wenn wir hier gestorben sind. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, wenn man so einen großen Bossgegner findet, der halt so Verzauberungen hat, den soll man am besten gar nicht angreifen, weil der im Endeffekt einem nur die Rüstung kaputt macht und einen tötet und dagegen halt nicht wirklich viele geile Sachen irgendwie droppt. So, und wenn ihr das so schreibt, dann glaube ich euch das. Vielen Dank dann für den Hinweis. So, hier habe ich eine Decke über den Kopf. Einmal den anderen Spiegel rausholen. Zack. Und welchen nehme ich dann? Ich nehme den Zuhause-Spiegel und ab nach Hause. Ach ja, herrlich. So, Leute. Als Strafe müssen wir ja nun anscheinend wieder unsere Scale-Rüstung verzaubern, beziehungsweise reparieren, weil die ja jetzt kaputt ist. So fange ich mal klein an mit dem Brustpanzer und der Hose. Vielleicht kann ich ja das beides schon mal reparieren heute. Mal schauen. Gucken wir mal. So, warte mal, hier ist das doch schon. Ich bin schon wieder dran vorbeigeflogen. Mann. So, hier rein, Türe geschlossen halten und dann hier mal eben schnell die Scale-Rüstung rein. Das darunter. Protection 1 rauf. Repair Cost. Zack. Repariert. Dann das. Einmal das runter. Das stattdessen rauf. Und so, und jetzt dürfen wir wieder reparieren, genau. Wir reparieren hier ein bisschen, meine Freunde. Meine Freunde aus Deutschland. Wir reparieren hier ein bisschen. Willkommen auf meiner Ranch hier in Texas. So, let's go to my house. Hier ist mein wunderschöner Eingang. Kommt herein. So, ich brauche aber jetzt noch die anderen Teile der Rüstung. Den Helm, das klappt ja wirklich wunderbar mit dem Verzaubern. Das kostet uns ja auch eigentlich gar nichts gerade. Weil ich habe früher immer noch Soul Tesser drauf gehalten, statt Protection. Aber dann kostet Repair immer 9 Level. Deswegen sollte ich in Zukunft immer nur einmal hier Protection drauf behalten, weil das kostet dann im Endeffekt nur, wie hier steht, Repair 1. Zack. Und das ist natürlich gar nichts. So, das darunter, einmal Protection drauf, zack. Denn man kann ja nur reparieren. Ihr wisst ja, wie es läuft. Reparieren, wenn man schon etwas drauf verzaubert hat.
So, jetzt geht's an den nächsten Part, nämlich hier wirklich mal ein wenig verzaubern. Und da steht auch an erster Stelle vielleicht Unbreaking drauf. Dann nochmal Unbreaking. Dann Unbreaking. Das mache ich mal runter. Unbreaking 3. Und da habe ich schon wieder keine Level mehr. Aber es macht gar nichts. Wir haben noch die komplette Scale-Rüstung, was wirklich schade wäre, wenn die nämlich weg wäre. Dann stellt euch das mal vor, weil ich bin ja mit dieser Rüstung hier, mit der Sieve-Rüstung nicht wirklich der Beste, sage ich mal. Weil man ist einfach so verdammt schnell und ich kann damit gar nicht umgehen. Ich muss das ein wenig langsamer da angehen und das würde mir alles viel zu schnell gehen, wenn das so weitergehen würde. Und nun gut, wir werden jetzt erstmal wieder zu den Dungeons zurückkehren, nachdem wir hier mal unsere Backpacks ein wenig, obwohl doch hier das können wir mal ein wenig leeren. So. Zack. Wo habe ich hier noch Platz? Hier ist ja alles schon voll eigentlich. Alles schon befüllt. Ah, hier kann noch was rein. Das kommt da rein, das muss da rein, das kommt da rein, das muss da rein. Okay. Und wollen wir wirklich heute wieder zu den Dungeons? Oh, ich habe da so ein schlechtes Gefühl bei, aber komm, wir schaffen das. Wir passen ein wenig mehr auf und dann werden wir auch nicht sterben. Hoffentlich. Lololololol, wer würde denn auch schon durch einen Dungeon sterben? Wer ist denn so noobig? Nur übermütige Leute können da sterben. So, oder ja, lebensmütige. Lebensmüde, nicht mütige, müde. So. Ab geht's, Leute, ab geht's. Und da sind wir auch schon wieder. So, da ist ein Dungeon. Wir wollen wir nicht mal wieder ein Boot machen. Da vorne haben wir Boote. Lasst uns mal ein Boot machen. Die Boote sind immer entspannt. Da kann man eigentlich kaum irgendwas falsch machen. Und da gibt es auch nicht immer irgendwelche dicken Bossgegner, die einen mit einem Schlag besiegen. Ach Gott, wenn ich nur dran denke. Naja gut, aber dafür, der Tag gestern war ja dafür gar nicht mal so schlecht. Der erste Part von einem Ego-Battle kam raus. Dann, was kam noch? Hier Dings. Was war das nochmal? Ich hab's gerade vergessen. Na, was habe ich gestern noch hochgeladen? Hier, Ender Games. Zwei eigentlich sehr nette Runden. So, oh. Nein, ich wollte da doch noch gar nicht rein. Egal. Zack. Ich wollte eigentlich erstmal deine Kollegen hier so ein wenig besiegen, aber ich glaube, hier war schon mal jemand auf dem Boot. Aber noch nicht richtig, weil normalerweise sind doch hier oben immer viel mehr Spawner. Vielleicht habe ich hier so ein kleines Piratenboot nur erwischt. Aber hier ist wirklich wenig los. Ne, Kollege? So, du hast auch 500 Leben. Der Boss, der uns gekillt hat, der hatte ja 1000 Leben. 1000! Und ich gehe jetzt erstmal in seine Schatzkammer rein. Oh ja, hier haben wir wieder eine Menge Stuff. Das nehme ich mal alles nicht mit. Oh, Living Metal Ingot. Oha. Diamonds, Gold. Dann noch mehr Gold. Dann... Okay, mehr haben wir. Ah, Iron noch. Alter. Ganz schön wenig gutes Zeug, was man hier so findet. Vielleicht. Ich gehe auch mal in die untere Etage hier vom Boot. Okay, hier war eindeutig schon mal jemand. Hier liegt auch noch was. Hier war schon mal jemand. Ja, hier wurde ein Loch gemacht. Ja, natürlich. Hier war schon jemand. Okay, dann gehen wir mal wieder vielleicht auf den Dungeon. Nämlich auf dieses Dungeon, wo wir eben da waren. Weil. Die droppen ja auch normalerweise immer die Hextical-Essenzen. Und da bin ich immer so ein wenig. Hinter den Teilen, weil man natürlich oft mal hier umherfliegt, wie man ja gerade sieht. Und da sowas natürlich wie Hexical, oh nicht Hexical, aber die Electrical Essenzen wie gerufen kommen. Ach du Kacke. Und die heilen sich da schon wieder. Wir haben halt nicht das beste Schwert, sage ich mal. Und ich bin gleich tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, Leute, also ganz ehrlich, das ist ein bisschen hart hier gerade mit meinem Schwert, was ich da habe, weil... Sind das hier goldene? Nein, yellow. Yellow. Das ist wirklich ein wenig hart, weil ich halt gerade nur
dieses Kackschwert habe, sage ich mal, das Big Sword, das auf der einen Seite schnell kaputt geht und auf der anderen Seite kaum Schaden macht, da habe ich eine andere Idee, nämlich statt Blau, das liegt ja, die liegt da hinten, da gehe ich nochmal eben schnell hin, denn ich habe etwas, was ich nochmal ausprobieren wollte. Ich glaube, wenn wir das mit dem Spiegel machen, sind wir schneller da. So, wartet eben kurz. Spiegel in die Hand. Statt blau. Zack. Denn ich möchte immer noch nach dem Portalraum gucken, wo ich denn hin muss. Wartet mal. Statt blau ist hier hinten. Und irgendwo hier, wo ich noch nicht in der Ecke war, da soll ein Kreuz stehen, das halt auf den Portalraum hinweist, in irgendeiner Ecke von der Stadt. Aber in welcher? Ist das hier vielleicht ein Portalraum? Ich glaube nicht. So, ich habe aber eine Idee. Ich glaube, mir hat mal jemand in die Kommentare ganz genau geschrieben, wo ich hin muss. Habe ich mir davon einen Screenshot gemacht? Ich glaube nicht. Schade, wartet mal. Hier ist ja gar nichts. Hier ist kein Kreuz. Hier ist auch kein Kreuz. Ich glaube, ich habe das Kreuz auch schon mal gesehen. Ein Kreuz aus Cobblestone, das halt auf dem Boden zeigt. Nicht gerade schön. Aber es tut halt seinen Zweck. Oh, hier ist auch schon gut was eingeschlagen. Nee, aber das ist kein Kreuz, glaube ich. Oder? Nee, es ist kein Kreuz. Dann schauen wir mal weiter. Da hinten vielleicht. Da ist auf jeden Fall Kobbel. Aber ich glaube, das sind eher so kleine Dungeons mal gewesen. Keine vom Spieler irgendwie geschaffenen. Nee, also hier sind wir auch falsch. Vielleicht dann hier vorne. Sieht auf jeden Fall schön aus, aber da bin ich auch nicht. Aha! Oh, lalalala. Ich nehme mal lieber einen Stab in die Hand. Wer weiß, wo ich rauskomme. Ich bin in Stadt Gelb. Oh yeah. Genauso wie ich es doch möchte. Geil. So, und diesmal werde ich auch aufpassen, wenn ich den Spiegel einsetze hier in Stadt Gelb. So, also, Stadt Gelb, der Spiegel hier. Der muss einmal an die Oberfläche. Zack. Dann wieder in mein Backpack. Ja, und dann haben wir es erstmal. Da haben wir auf jeden Fall wieder die Spiegel für alle Städte. Das heißt, wenn es mal Krieg oder so gibt oder wenn wir uns bei jemandem rächen wollen oder gerade angreifen wollen auf dem Server, dann haben wir die Spiegel. Und nun werde ich mich mal wieder auf den Nachhauseweg begeben. Und mal schauen. So, den Spiegel wieder wegpacken. Tja, Leute, wenn euch die Folge hier heute gefallen hat, dann wäre natürlich eine Bewertung klasse, wisst ihr ja. Und dann sage ich erstmal an der Stelle, wir haben ja alle Sachen erstmal so gut wie wieder und das ist schon mal wirklich wunderbar. Dann sage ich an der Stelle, haut da rein und schön mit Ö.